Hallo, ihr lustigen Diener des Imperators da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer 40.000 Sanctus Reach in einer neuen Version. Der Patch 1.0.2 ist draußen. Die Details erspare ich euch, die könnt ihr selber nachlesen. Ich persönlich hoffe einfach, dass ein paar Dinge, die mich vielleicht ein bisschen gewundert haben, wie zum Beispiel, also es ging übrigens nicht nur mir so, ich habe auch einen anderen Let's Player angeschaut, einen englischen, der das Spiel ja auch spielt und der hat ähnliche Verwirrungen wie ich, wie zum Beispiel, dass manchmal die Reaction Zone nicht so funktioniert, wie man das erwartet. Vielleicht war das buggy, wir werden es erleben. Ich werde auf jeden Fall jetzt diese Mission hier machen, Einzelschlacht, imperiale Festung. Denn das klingt nach einer Map, die wir so noch nicht hatten. Ne? Das andere hatten wir schon, Hohle Hügel hatten wir schon, Säurewald hatten wir schon, Imperiale Festung ist was Neues. Und vielleicht erleben wir auch quasi ein neues Spielgefühl, weil ein paar Dinge sich geändert haben. Es wäre zumindest naheliegend, wenn man bedenkt, dass dafür ein ganzer Patch rauskommt, ne? Und eine ganze neue Version. So, die Truppen der Space Wolves halten die Positionen im Westen und die Orks stoßen aus östlicher Richtung vor. Und es geht wieder um die Kontrollpunkte, die offensichtlich wieder weitgehend wir halten. So wie es aussieht, haben wir da vorgelagerte Truppen. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Schauen wir mal. Wir haben 2600 Points. Was ist das hier? Rhino-Transporter. Nee, ich will auf jeden Fall den Kollegen, was hat der hier nochmal? Das MC40-Zielsystem, ne? Da wollte ich ja noch ohnehin mal gucken. Was macht das? Autosinn-Zielgerät. Keine Verringerung der Genauigkeit beim Feuern auf schnelle Ziele. Was ist ein schnelles Ziel? Vielleicht sowas wie Stormboys? Weiß ich nicht, vielleicht erfahren wir das noch. Auf jeden Fall nehmen wir das Ding natürlich mit. Dann nehmen wir natürlich den Kollegen hier mit. Der hat hier auch einen geilen Skill. Und zwar das Ceramidschild. 50% wahrscheinlicher, dass der Schaden durch hitzebasierte Waffen verringert wird. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Ich möchte auf jeden Fall auch die Thermis hier mitgenommen haben. Des Weiteren überlege ich gerade eben. Den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Oh, wie geil. Oh yeah, Baby. Das Ding ist auch ziemlich gut. Warte mal, hat der irgendwie einen besonderen Level-Up? Lass ich mal kurz gucken. So. Zack, kann ich den irgendwie angewählt haben. Dreadnought. Die haben beide, glaube ich, das M40-Zielsystem. Okay. Finde ich aber trotzdem cool. Dann nehmen wir den hier noch mit. Ich mag diese Fahrzeuge, die sind einfach geil. Was ist denn Swift Claws? Swift Claw. Ich muss da irgendwie als letztes drauf gewesen sein, um zu sehen, was ist Stalker-Sicht. Optische Vorrichtung. Plus zwei Felder, maximale Schussweite und plus... Das ist ja krass. Okay, das ist wirklich krass. Was ist mit euch falsch? Stahlstrom, Fragmentmunition, alle Truppen im Zielbereich verringern. Ja, gut, kann man machen. Das ist aber auch schon eine gute Truppe, ne? Nichts dagegen, wenn die da nochmal so ein Level-Up hinbekommt. Das sind die, die sich selber heilen können. Was ist mit dir? Du hast ja nicht auch... Oh, der hat die Granate. Der kostet auch nur 120. Eigentlich soll ich jetzt noch zwei Sachen für 130, für 180 nehmen. Wie zum Beispiel Bolter-Trupp. Der hat ja auch bald ein Level-Up. Oh, ich bin so hin und her gerissen. Bin echt so hin und her gerissen. Also ich glaube, es sind so viele Truppen, die eigentlich kurz vor einem Level-Up stehen. Aber das Problem ist, sie helfen uns nichts, wenn sie sterben, ne? Ich guck mal. Also ich brauche auf jeden Fall diese Meltertruppe. Sorry, ich brauche diese Meltertruppe, falls da irgendwelche schwerfälligen, bösartigen Sachen kommen. Und eigentlich sollte ich auch die hier nehmen. Moment, weil die haben die Fragment Stahlsturm, meisterhafte Waffen. Die Space Marines erhalten eine Belohnung, legendäre Waffen, dieser Waffenbonus. Diverse Waffenboni, die Effektivität der Waffen nimmt mit zunehmender Distanz nicht ab. What? Ach du Kacke. Okay, also ein paar Erfahrungen gesammelt, die will ich trotzdem auf jeden Fall mitgenommen haben. Kann ich die rausnehmen und stattdessen euch mitnehmen mit euren legendären Waffen? Geht gerade so nicht. Ich glaube, die sind wertvoller. Ja, dann haben wir jetzt die 2600 Punkte. Das sind jetzt halt, wir sind wenige. Dafür elitär. Ich hoffe, das zahlt sich am Ende aus. Wir müssen es ja nur halten, ne?
Im Übrigen, Aufstellungszone, das finde ich gut. Das heißt, ich darf jetzt meine Leute auch entsprechend irgendwo hinbewegen. Diese Position hier sollte natürlich gehalten werden. Das heißt, ich möchte jetzt hier den kleinen Roboter hier hinstellen. Der steht da sehr, sehr gut. Der andere Dreadnought, der nortet mal hier hin. Weil, beziehungsweise, das Ding stelle ich da drauf. Dann kann ich ihn hier daneben stellen. Ist hier ein... Why not, ne? Da sind wir ja sehr, sehr flexibel, was unsere Beweglichkeit angeht. Euch stelle ich da hin. Jetzt hoffe ich einmal mal, dass der Gegner wirklich nur aus der Richtung kommt, weil sonst kriege ich nämlich Komplexe. Möchte ich an der Stelle gleich mal angemerkt haben. Wenn sie jetzt von hinten kommen, dann schreie ich wie ein kleines Mädchen. So, ihr geht dahin, haben wir unsere Thermis alle hier. Den Melter-Trupp verstecke ich nochmal. Und zwar hier dahinter. Und ansonsten haben wir jetzt alle. Und wir sollten einfach zugucken, dass die jetzt hier diese Position nicht durchbrechen. Im Übrigen, es ist vielleicht euch aufgefallen, es kann sein, ich weiß es nicht, dass ich aufgrund von Prüfungsstress, den ich jetzt habe, ich befinde mich sozusagen in den Endzügen meiner Promotion, und am 13.02. habe ich meine mündliche, boah, wie packe ich das zu denn? Ja, also kann es sein, dass ich diese Folgen leider nur noch alle 2 Tage bringen kann, aber ab gewissen Punkt. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe aber, dass es nicht nötig sein wird. Okay, wir haben jetzt hier einen aufgemotzten Mega Blaster. Dann haben wir wieder so einen Wagon. Wie viel Schaden machen wir auf den? 80% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich möchte auf jeden Fall erstmal gucken. Ich fände es gut, wenn du auch mal richtig treffen würdest, dass du das so eine geile Knifte hast, mein Freund. Ich bleibe hier an der Stelle. Die Dreadnoughts sollen hier die Position einfach nur halten. Alles, was Schnelles in die Kaputt macht. Komm, voll! Wollte ich gerade sagen, nimm's raus, verdammte Axt. Nimm's raus, alles raus, was keine Miete zahlt. Und dann schießt du jetzt hier noch auf den Battle Wagon. Ist jetzt nicht so effizient, ne? Darf man nicht vergessen, denn... Das... Was? Nein, die Richtung bitte. Das Teil hat halt eine gute Frontpanzerung. Da auch hinwirken? Ah ne, da ist jetzt wieder was im Weg. Lass mich da hinfahren. Die haben jetzt eine höhere Reichweite. 70% Trefferwahrscheinlichkeit auf die Distanz. Das sind voll die Sniper geworden. Geilo. Ja. Ich halte an der Stelle fest, das kann man mal so machen, ne? Ihr bleibt einfach nochmal hier ganz, ganz kurz, währenddessen ich jetzt euch hier schießen lasse. Was ist das hier? Das sind auch die mit den Dingens. Ich werde jetzt einfach versuchen, hier schon mal die ein oder andere Orkeinheit hier so ein bisschen sturmreif zu schießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Teil hier hat sogar ein bisschen... Ah, die haben jetzt hier schon mal ein bisschen Moralschwächung am Start. Ich würde gerne nochmal ein bisschen verstärken. Und dann auf diese Einheit hier schießen. Denn es kann gut sein, dass die dann eventuell beim nächsten Versuch, wenn sie irgendwie vormarschieren, dann nochmal eine kassieren und dann keinen Bock mehr haben. So. Was ist da jetzt gerade schon los? Jetzt. Oh, dafür sind die jetzt schon wieder fast tot. Das finde ich auch schwerwiegend in Ordnung. So, wie richtest du dich hier aus? Das ist halt der Terminarkampftrupp. Die haben die meisterhaften Waffen, die können aber... Ne, warte mal, was? Wie weit könnt ihr schießen? Sturmbolter, Energiefaust. Was haben die für eine Reichweite, die Sturmbolter? 3! Ach ne, das sind ja meine Leute, was soll denn der Quatsch? 6! Ich habe natürlich keine Knarre. Ich habe anständige Bewaffnung. Ich möchte die auch gar nicht sehr exponieren. Wobei, da können sie geschickt werden. Bleiben sie auf jeden Fall in der entsprechenden Distanz. Ich glaube, wobei, ehrlich gesagt, 22 Schaden nehme ich.
Das war nicht schlecht. Nochmal 40. Moral ist ein bisschen geknickt. Jetzt nicht megamäßig, aber sie ist ein bisschen geknickt. Nehme ich. Ganz im Ernst, nehme ich. Gehst dahin. Wirst da nicht schießen können. Wird zu weit sein. Wir kennen das Elend ja. Dann richtet ihr euch dahin aus. Dann geht ihr noch dahin. Ich weiß, dass die keine Reaktionsgeblubse haben, weil die haben ja nur die ollen Hämmer. Und dann haben wir alle hier bewegt. Ah, jetzt kommt der Reaktionsschuss. Das hat früher teilweise, glaube ich, nicht so funktioniert. Oh ja, die Stormboys sind hier gerade. Ah, das ist zurückhaut. Oh, da kommen die Flammer. Und der ballert jetzt hier rüber. Also ich glaube, es macht schon Sinn, teilweise wirklich durch Einheiten durchzuschießen, weil man dann halt einfach auch eine Chance hat, die zu treffen. Das war ein Scheißschuss. Der hat gar nichts getroffen. Ich habe das Gefühl, dass die Reaktionsschüsse... Okay, das war anscheinend okay. Weil das war ja gerade eben schon ein bisschen strange. Au. Oh Gott, nein, der Rostkopf. Oder wie heißt der? Ich weiß es gerade nicht, glaube ich. Nee, der heißt der Rostkopf? Ich weiß. Wieso jetzt hier hinten so ein kleines Viecher? Da wäre jetzt ein Flammenwerfer geil, aber ich glaube, Flammenwerfer haben wir jetzt gerade nicht so viele dabei. Da habe ich nicht so viele jetzt dabei. Oh Gott, sind das jetzt viele. Tja. Jetzt wird's interessant. Ich glaube, ich fahre jetzt mal dahin und schieße auf Ida. Oh, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr davon versprochen gehabt. Boah, das war ja mal gar nichts. Die möchte ich jetzt ein bisschen außerhalb halten. Hä? Ach so, weil die da sind. Ach, die blockieren jetzt. Ah, die blockieren jetzt. Okay. Machen wir mal den da hier. Stimmt, wir haben ja Flammenwerfer dabei. Wir haben doch Flammenwerfer. Was rede ich denn? So, hat ihnen hier auf jeden Fall schon mal jede Menge Spaß bereitet, so wie ich das gut finde. Wir wollen ja schließlich auch unsere Kundschaft hier unterhalten, ne? So, sehr gut. Der Trupp hier ist jetzt schon gut angeschlagen. Der hier jetzt auch. Dann gehen wir hier einfach nochmal ein Stückchen vor und richten uns aus. Dann darf der Trupp hier jetzt den Vernichtungsschlag machen. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier rein. Wie gesagt, die sind das Gefährlichste hier, die Orbse. Wir haben die jetzt hier angegriffen. Die kleinen Gretschkins sind eigentlich... Das ist nicht ernst zu nehmen, diese Gretschkins. Wenn ich da jetzt hinfliege... Ich will in die Seite schießen. Jawohl. Weil das Ding nervt halt, das muss weg. Lieber hier hin. Werde ich nicht drüber schießen können. Aber ich muss auch mal was gegen die hier tun. Also euch habe ich ja auch noch. Mit euch hier ein bisschen vor. Die Einheit ist jetzt gebrochen. Wenn die gebrochen ist, sollte sie nicht mehr so viel tun. Sauber. Jawohl, ausgeschaltet.
Schaden, dann nehmt den ja auch noch raus. Ausgezeichnet. Ey, ich liebe diese Bewaffnung. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich liebe diese Bewaffnung. Mit denen kann ich jetzt leider gerade in dem Nahkampf gar nichts machen. Ich kann aber zum Beispiel jetzt hier hingehen. Wie gesagt, es bringt nicht viel, aber... Ich bin am Überlegen. Ich möchte meine Feuerreichweite ausnutzen. Jawohl, sehr gut, komm. Das ist sehr gut, der ist schon mal halb tot. Der Killer-Kahn ist halt wirklich gefährlich, ne? Den habe ich noch nicht bewegt. Der Rostkopf ist da oben. Puh. Ich glaube, ich sollte hier nochmal ein bisschen Verteidigung machen. Wenn der Flammenwerfer halt zuschlägt, das ist echt kacke. Ich möchte diesen Flammenwerfer loswerden. Wirken. 60% Trefferwahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, eigene zu treffen, ist einfach zu hoch. Komm. Ja, das hat sich gelohnt. Haben wir doch keine eigenen getroffen. Jetzt haben wir noch den Melter-Trupp. Der kann hier leider immer noch nicht wirken. Sehr bedauerlich. Deswegen geht er jetzt hier hin. Dann kann... Oh, Moment. Der hat ja da was Cooles. Was ist denn das nochmal? Sprenggranate. Wie weit geht denn die? Okay, die geht nicht weit genug. Ja, komm, dann hier die Goblins raus. Dann nehmen wir einfach die Goblins raus. Dann sparen wir uns die Sprenggranate für schlechte Zeiten. Gut. Das ist auch so ein scheiß Boss. Das hat ja... Oh, das ist ein guter Schuss. Aber die haben halt auch, glaube ich, diese Fragmentgeschosse, ne? Also die bringen halt nicht so viel. Gegen Einzelziele. Jawohl, der zieht sich zurück. Das war ja mal wieder ein schlechter Witz von. Der war schon besser. Boah! Die haben ihn fast gekillt! Autsch. Wie geil! Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Vor diesen Bossen habe ich schon echt Respekt. Ne? Also, da habe ich schon andere Dinge erlebt, was die auch mit Terminatoren teilweise anstellen. Und es ist nichts Schönes. Aber echt wieder viele. So langsam aber sicher fallen sie über uns her. Wobei sie stehen teilweise jetzt für einen Flammenwerferangriff wirklich sehr, sehr gut. Wenn man da jetzt mal mit dem Dreadnought reinläuft und macht. Einfach mal das Unkraut wegbrennt, ne? Meine Grünen sind es ja auch. Viel haben sie nicht gemacht, sie haben sich jetzt hauptsächlich gesammelt. Überraschend. Das ist absichtlich so, dass ich eventuell eh noch level. So. Fallen wir nochmal ein bisschen zurück. Richten uns hier so aus. Kann ich das hier auch noch machen? Kann ich. Sehr gut. Die hätte ich dann ja auch getötet. Aber man kriegt nicht alles, was man sich wünscht im Leben. 70%! Also ich habe keine Ahnung, was dieses Schadenspotenzial bedeutet. Ganz im Ernst.
Das ist manchmal... Also ich finde, das ist... Gut, jetzt haben sie ihn getötet. Aber es ist trotzdem ein bisschen verwirrend, weil manchmal machst du halt einfach gar keinen Schaden. Also wie gesagt, es ist halt Potenzial. Ich sehe ja ein, dass Potenzial nicht heißt, das passiert so. Das sehe ich ja absolut ein. Aber oft genug passiert halt gar nichts, ne? Komm, Melter. Ja, den ersten setzt er gleich schon mal daneben, ey. Das ist ja so ein Noob, ey. Ach komm, wirf die scheiße Fragmentgranate gegen Fahrzeuge. Bumm. Hat gar nichts gebracht. Komm, wir machen noch die Panikgranate. Das kann ja alles machen. So, ist es auch noch gebrochen. Auf der Seite haben wir alles im Griff. Dann können wir hier vielleicht noch mal ein bisschen rumsägen. Jetzt komme ich schließlich mal rein. Bin mal gespannt, was passiert. Okay. Alles gleich ineffizient. Ändert sich gar nichts. So, das Ding hier ist mir gerade eben eigentlich wieder relativ egal. Ich ziehe mich hier hin zurück. Und versuche den hier rauszunehmen. Das ist nämlich wieder ein Fahrzeug mit hohem Schadenspotenzial. Und das will ich hier nicht haben. Die hier sind ohnehin gebrochen. Die hier sind am Wanken. Der hat ganz schön was eingesteckt. 95% kommt raus. Kacke. Der muss weg. Dieses Fahrzeug, das ist wirklich gefährlich. So, ich möchte, dass die hier von ihm so ein bisschen bewacht werden. Deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt möchte ich, dass ihr hier... Halt. Ihr dürft jetzt auch mal was kaputt schlagen. Zwecks Level A. Sehr gut. Die haben ja... Ne, die waren die... Wer hat... Ne, die haben keine Flammer. Egal, jetzt baller ich halt einfach. So geil. 93 da, 44 da. Das ist der Wahnsinn. Nummer 32 und 203. Boah, ich liebe diese Bewaffnung. Ihn habe ich noch nicht bewegt. Jetzt bewege ich jetzt ein bisschen nach vorne. Ja, warte mal. Kann ich damit eigentlich etwas? Tatsache. 2. Doch schon mal einen Anfang. Sorgt dafür, dass sie schon mal weniger Bock haben. Gut. Ausgezeichnet. Verbleibende Runde 9. Okay, Leute, dann war's das von dieser Folge. Ist ein bisschen kürzer. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe Prüfungsstress. Ich muss gucken, dass ich Folgen für euch bereitstelle. Sonst laufen wir irgendwann auf den Grund. Dann gar nichts mehr. Das will ja auch keiner. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.